Handlung. Die Mannschaft erfährt, dass Ihns wahre Name Mariglen ist und Königin Freydias dort herrscht. Diese offenbart, dass Kisale ihre Tochter Prinzessin Irief und Mariglen ist. Dann erzählt sie von der Invasion durch Mutter. Dem Ursprung von Un und wie sie Mariglen in eine andere Dimension gebracht hat, um diesen Planeten diese Lage zu ersparen. Für die Rettung der Galaxie ziehen Jester und die anderen los, um Mutter zu bekämpfen. Und dann herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rogue Galaxy. Die wir ja endlich angekommen sind. Ja, und ich schon letztes Mal gemeint habe, dass der Planet sicher wieder groß wird. Ja, mal schauen. Was war es denn ja noch? Irgendeine Person am Südtor, wenn mich nicht alles täuscht. I guess it's time for the Star King to show his stuff. Ja. Wird ja lustig. Mal schauen, was verkaufst denn du? Ausrüstung. Sehr teure Ausrüstung. Okay. Brennschiffrollen. Ja, das war hier nur noch die eine. Wir haben gerade. Ja, wir haben eigentlich schon viel Geld. Muss man schon sagen. Geld. Wir haben ziemlich Platz. Verstehe schon. Ja, haben wir irgendwas, das wir nicht mehr benötigen? Eigentlich hier weniger. Das Zeug kann ich ja nicht verkaufen. Ein Stein, ja, weiß ich nicht. Schwierig. Nur, dass das Zeug verkaufbar ist. Das Angriffssiegel und das Wächtersiegel ist eigentlich relativ gut. Das Gewand ist auch verkaufbar. Ja, obwohl die habe ich schon auf Maximum. Das ist blöd. Das nervt mich gerade ein bisschen. Heilungssachen sollte ich eigentlich nicht verkaufen, da wir von denen genug sammeln. Machen wir es mal anders. Enthüllungen haben wir da noch ein. Ja, da haben wir noch ein bisschen was. Machen wir mal Windresistenz bei Chester. Stimmt, Drachenkopf. Resistenz, ne, Moment, war glaube ich beim anderen besser aufgehoben. Das Plus nehme ich schon mit.
hier nämlich auch Angriff plus Level 3 mit. Abwehr plus. Ja, wir müssen unser Inventar ein bisschen lernen. Von dem her stört es mich gerade gar nicht, wenn wir da ein bisschen was wegbekommen. Level 3 gebe ich ihm gerne an. Hätten auch tolle Helle gehen können. Na egal. Angriff plus, ein weiteres Mal. Einen weiteren Charakter, sagen wir so rum. Kittensturm, Geisterjäger. Bestienruf mach ich mal bei Lilika. Dann gleich auf Level 2. Gehende Sonne. Okay. Und Level 3 natürlich. Ich mache es ja nur, damit wir ein bisschen Platz im Inventar schaffen können. KB Plus gebe ich auch gerne. Glück, dass ich den auch so aus Extrakt gerade nicht weggeworfen habe, beziehungsweise verkauft. Armreif haben wir auch schon so lange, den braucht glaube ich auch keiner mehr. Haben wir eine Brandschriftrolle? Ein bisschen von der Milch. Noch Schild 2, weiß ich gerade nicht. Wieso das nicht funktioniert, verstehe ich immer noch nicht. Steve haben wir auch nichts mehr. Wen hat dann noch der Brennschlag gefehlt? Das war Jupis. Der, ne, der hat schon. Lilika. Ja, okay, ich kann es noch einmal nachschauen, aber ja. Weil Lilika was. Und dann gebe ich ihm den Raketensturm Level 2. So, das sollte unser Inventar so halbwegs geleert sein. Ja, sieht schon mal ein bisschen aufgeräumter aus. Nicht ganz 20 Plätze, aber es sollte passen, so hoffe ich zumindest. So, ganz gut schauen, was hast du sonst noch für uns? Hutzaltschneider. Achso, deswegen konnte ich nichts weiter davon kaufen. Und ja, macht Sinn irgendwo. Ja, wir melden uns jetzt wieder das ganze Inventar zu. Ist ja gerade egal. Ich muss sowieso dann wieder Charaktere tauschen, damit ich irgendwie Platz bekommen. Nee, bei Lilika haben wir so viele Ausrüstung, da möchte ich keine kaufen. Und bei Diego eigentlich auch nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss.
könnte tauschen, das wollte ich. Und ich gebe jetzt mal Tupis eine Chance, dass der im Team ist. Müsst ihr eigentlich immer die gleichen Charaktere im Team haben? So. Hol ich mir hier noch den Speicherpunkt. So, mal ganz kurz. Mit Schub, was habe ich da? Okay, da habe ich noch die Grundausrüstung. Und bei Steve habe ich das meiste jetzt schon auf Max. Ja. Möchte ich aber noch nicht verwenden. Wir müssen einmal rund um den Palast, damit wir zu unserem Ziel kommen. Ja, Tupis, du wirst aber noch mehr laufen. Beziehungsweise wir werden noch relativ lange laufen. Wie gesagt, der Planet ist relativ groß und hier komme ich nicht durch. Okay, muss ich doch in die andere Richtung laufen. Ich annehme, dass ich da vorne durch kann. Oder? Komme ich hier durch? Nö. Ah, da sind noch Kisten. Kiste kann ich noch mitnehmen. Okay. Ich sollte vielleicht keine Kiste mehr mitnehmen. Komm, ich nutze irgendwas, was ich entweder nicht brauche oder was mir den Platz im Zapf schließt. Ist immer so. Beziehungsweise gebraucht. Bin ich hier falsch? Ich soll doch. Ich bin gerade komplett verwirrt. Weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, zum Glück haben wir hier noch eine Brennschriftrolle. Okay, ich gehe noch mal in den Palast rein. Obwohl, nein, nicht mit Tupis sprechen. Hey, Brennschriftrolle brauche ich nicht mehr. Die kannst du gerne haben. Da man die auch nicht für die Fabrikgröße benötigt. Ja gut, wo muss ich lang? Ich bin wirklich ein bisschen verwirrt. Ich meine, hier den Aufzug können wir auch nicht, glaube ich, oder? Ah doch. Okay. Vielleicht sind wir jetzt am richtigen Weg. Ich dachte wirklich, man könnte einfach da hinten durchlaufen, irgendwo hin. Ja, das sieht schon besser aus. Und hier haben wir auch ein Geschäft. Was die Person was verkauft, aber wahrscheinlich nur Heilung. Wenn wir oben den Waffenhändler haben. Yep. Heilung.
wie ich es mir dachte. Oh, und die Trompete zweimal. Nehme ich gerne mit. Ja, das braucht glaube ich eh nicht. Vorerst. Okay, ich glaube, die Trompete hätte ich gar nicht so oft gebraucht. Eindeutig. Hm, na doch, hier. Haben wir noch einen Slot. Ist halt verwirrend, wenn die Münze die ganze Zeit angezeigt wird. Obwohl wir die ja nicht einsetzen können, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und da hätten wir die nächste überflüssige Brennschriftrolle. Hey, ich bin's nochmal. Kannst du die Brennschriftrolle Brief kaufen? Das finde ich ganz toll. Nee, stimmt. Hatten wir schon. Naja. Brauchen wir wieder ein paar Gegner. Mal schauen. Vielleicht bekommen wir ein paar. Und vielleicht bekommen wir auch hier endlich mal und Ziel. Beziehungsweise treffen den, der uns die Lage irgendwie, glaube ich, erklären soll oder so. Wie gesagt, die Laufwege sind sehr, sehr lange. Ja, zum Glück kommen wir immer näher Richtung Berg. Beziehungsweise, ich glaube, es soll ein Tunnel, beziehungsweise wahrscheinlich wieder ein Mega sein. At last we meet. I've waited so long for you to arrive. This is truly an honor. For me? Yes. Only he who has the Star King's blood in his veins can defeat Mother and bring peace to the galaxy. I have the utmost faith in your power. And Princess Irieth, within these woods, a trial waits for you. This trial is something you must overcome yourself. A trial? Yes. You will not be able to reach Mother's lair without first going through this forest. Be strong, Princess. You must steal your heart. I believe in you. I have confidence that you will make it through these woods successfully. May you both find good fortune on your way. Are the woods really that bad? Yes, it will be difficult, especially for Princess Irieth. What does that mean? It's all right, Jester. Don't worry. I have no intention of giving up. I'm not going to fail. I'm going to save this planet. The planet where I was born. Kisala. All right. Let's go. Thank you, Yuvan. Goodbye. Good luck. And be careful. Lord Albioth, Irieth has grown into a fine young woman.
Soon, my duties will come to an end. Then I will be able to die without any regrets. I am certain Princess Aerith will make your dream a reality, Lord Albion. She is destined for greatness. Ja, okay. Heißt, wir haben einen neuen Auftrag. Wir sollen durch den Wald gehen und irgendwo Mutter bzw. Mother erledigen. Oder so. Also für mich ist das immer noch eigentlich eine Höhle als ein Wald, aber okay. Ja, wir haben noch keinen Gegner gesehen. Ist eigentlich gut. Oh. Ja, hier ist der Wald. Allerdings, bevor wir hier jetzt weitermachen, glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht so wollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Rogue Galaxy wieder. Ciao.